Ah, da bin ich. Also, dann fangen wir mal an und zwar mit dem Adventskalender für Petra. Petra und ich, wir hatten ja einen privaten Adventskalender gemacht. Und zwar einen ganz besonderen, einen wiederverwertbaren Adventskalender. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt Klorollen benutzt haben oder irgendwas, was im Haushalt ist oder was auch immer, was wir wieder verwendet haben, sondern wir haben Umverpackungen gebastelt, die wir nicht mit Nummern beschreiben werden, wo auch nichts Persönliches oder irgendwelche Nachrichten drauf sind von mich an Petra oder von Petra für mich. Und es ist also so gedacht, dass die Umverpackung, die wir machen, derjenige, der sie dann bekommt, den Adventskalender, also ich gehe jetzt von Petra aus, also Petra bekommt mein Jahr, dass Petra die Umverpackungen weiter benutzen kann, um zu verschenken, bei einem Tausch, zum Weitergeben, für sich selber hinstellen. Das ist also völlig Banane, was sie damit macht. Sie sind halt dafür gedacht, um sie wieder zu benutzen. Und der Inhalt sollte nützlich sein. So, ich kann nicht alle Umverpackungen zeigen, weil Nummer 24 und Nummer 6 werden nicht Halloween-artig verpackt. Also schon, aber nicht so, dass man es wiederverwenden kann, weil es geht einfach, es funktioniert nicht, die so zu verpacken. Und eine Sache kann ich auch noch nicht zeigen, eine Umverpackung, weil die noch nicht ganz trocken ist. Ich muss aber aus praktischen Gründen dieses Video jetzt machen, weil ich es, wenn es geht, morgen früh verschicken möchte. So. Und ja, auch wenn wir noch nicht Advent haben, werdet ihr dieses Video jetzt sehen. Wenn ihr mein Gesülze hört, seht ihr das ja. Weil wir das so gemacht haben, wir drehen das einfach ab, die Umverpackungen. Und dann, falls da irgendwelche Erklärungen für den anderen sind, kann man das dann hören. Und man sieht ja den Inhalt nicht. Ja, also ich habe noch zwei andere Videos gemacht von Inhalte, aber nicht von allen, weil ich weiß nicht, wie Petra das macht, ob man das alles sehen kann oder nicht. Aber ach, viel Geschwafel. Ich fange jetzt einfach an. So, fangen wir mal an mit dem ersten Karton. Also, dieses, ich weiß nicht, so das so ist, aber nein, das ist nicht in Wirklichkeit so krass. Und ja, ich habe zum Teil schwarze Finger, weil ich eben, warum entschuldige ich mich einfach? Ich hab's einfach. So. Ja, das ist also ein Karton. Oben haben wir eine Spinne drauf sitzen. Von hinten ist nur Papier. An der Seite haben wir eine Mütze. Und zu manchen Sachen muss ich direkt sagen, nein. Das sage ich jetzt am Anfang direkt. Nein, es sind keine Stanzen. Viel habe ich mit der Hand geschnitten. Das heißt, ich habe mir den Kram selbst vorgezeichnet und dann eben ausgeschnitten. Und hier ist das. Vielleicht ist das so krass, weil da Glitzer drauf ist. Ich weiß es nicht. Das sieht unmöglich aus mit dem Fingernagel. So, und hier die, also das ist jetzt an dich, Petra. Hier, da kannst du das hier rausziehen und da kannst du dann da was draufschreiben. Und dann eben wieder, aber da musst du dann so ein bisschen, so, und dann wieder zumachen. Inhalt zeige ich nicht, ich zeige nur die Box. So, das ist Box Nummer 1. Davon gibt es noch eine zweite. Allerdings ist die voll anders als alle anderen Verpackungen. Das ist jetzt die zweite Box. Hier habe ich noch Platz gelassen. Falls du da irgendwie einen Tag oder was anderes oder für dich oder sowas draufschreiben möchtest oder eine Karte hinkleben, also da. Das heißt nicht, wir sind die Ideen ausgegangen, sondern ich habe das jetzt extra freigelassen, falls du da noch das personalisieren möchtest. Das ist eben von oben, hier so schön mit den Blumen und viel Glitzer und Ping-Ping, ne? Und das ist von vorne. Ich finde die so schön irgendwie, ich weiß es auch nicht. Von der Seite.
von der anderen Seite. Und von hinten wieder nur Papier. Ja, die Rückseiten sieht man eh nicht. Die habe ich also nicht gestaltet. So, das zweite. Dann werde ich mir jetzt mal hier den Karton auf Seite stellen. Wartet. Ich bin gut organisiert, wie immer, ne? Das ist bei mir auch nichts Neues. So. Greife ich das jetzt einfach raus? Ich glaube schon. So, dann einmal das hier. Das ist jetzt die Rückseite. Erkennt man daran, dass die Klammern hinten sind. Und ich habe mich ja voll verliebt, nicht nur in diese Stanzen, sondern auch in diese hier, ne? Oh, da kann man so schöne Sachen mitmachen. Einmal so und das ist dann vorne. Da habe ich jetzt auch nicht so einen riesen Wuschi-Wuschi draus gemacht. Das ist also eher schlicht gehalten, aber ich finde die ganz toll. Ich hatte da so dreimal meine schlichte Phase, nehme ich an. Also einmal. Weil diese Umverpackung gibt es nämlich dreimal. Das ist, glaube ich, auch vorne, ja. So, das ist dann hinten. Da habe ich dann natürlich auch direkt meine neuen Stanzen verbastelt. Ist ja wohl mal super klar, ne? So. Und jetzt kommt Nummer 3. Man merkt, ich stapel das hier. Es wird, nimmt mir hier Licht weg. Wartet mal, ich muss mal das beiseite schaffen hier wieder. Genau. Damit mir das nicht so das Licht räubert. Und das ist von vorne. Das kann man also nicht abmachen. Ist das wirklich dran geklebt? Hier diesen kann man schon abmachen. Da unten drunter ist dann auch die Verschlussklammer. Und da kann man was drauf schreiben. So, es ist, ich persönlich habe das jetzt hier über dieses Schnuffelchen drüber gemacht. Das ist aber eigentlich gedacht eher, um an die Klammer dran zu hängen. Aber weil es ja eben nicht ging, weil das hier drüber ist, ne? So, und die Rückseite ist ganz, 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 ganz super schlicht. Da habe ich nur das gemacht. Mit Glitzer, das gefällt mir so gut. Ja. So, das packe ich dann auch mal wieder weg. Und das hier ist so eine Ausnahmeverpackung. Ich zeige euch das mal. Ja, und das hier ist übrigens Geschenkpapier. Ich liebe das, aus Geschenkpapier so Umverpackungen zu verbasteln. So, auf jeden Fall habe ich hier einen ganz großen Tack gebastelt. Habe ich aber kein Loch oben rein gemacht. Weil vielleicht möchte sie das ja auch auf einen Karton, auf eine Kiste, auf irgendwas anderes kleben. Und wenn dann da oben ein Loch drin wäre, wäre das blöd. Wenn sie es wirklich als Tack benutzen möchte, dann kann sie da nachher später selber ein Loch reinpinnen. Ne? So, das ist also ein Riesenmonster-Tack. Ja. Genau. Und auf der Rückseite ist gar nichts. So, und den packe ich auch mal wieder zurück. Das sind so eher die, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Wartet mal, ich muss das wieder zurückpacken. Oh. Und jetzt, ich hole mir direkt mal so ein paar hier hoch und stelle mir die mal wieder ins Licht. So. So, dann kommen wir jetzt zu diesen Milchboxen. Ne? Die mag ich ja so unheimlich gern. Die kann man so schön verzieren. Und hier habe ich meine Geisterchen benutzt. Die sind dann da überall drauf. Hier habe ich, ich wollte gerade sagen, das ist nicht der Schatten. Da habe ich echt ein Dreieck reingeklebt. So und so. Und hier habe ich ein Abstandspad drunter. Und ich hoffe, ich habe den auch wirklich mit Kleber noch festgeklebt. Weil ich weiß jetzt nicht, viele hypen ja immer das, den Kleber von Action. Also ich muss sagen, der Kleber von Action, also dieser doppelseitige Kleber und diese Abstandspads sind einfach nur Krütze. Ich habe so viele Sachen bekommen von Leuten, die diese Action-Abstandspads benutzen. Und ich habe meine Card-Candies ja alle auf einem Keilrahmen.
Und dann sitzt du da nichtsahnend und bist hochkonzentriert, irgendwas am Basteln, am Machen, zuhören. Und plötzlich so komisches Geräusch und dann so ein Pong. Und dann hast du gedacht, hier ist irgendwo ein Tier, plötzlich ein Herztod mitten im Flug und ist nach unten gefallen. Und man erschreckt sich zu Tode. Nein, dann ist dann irgendeine Lade von einem Card Candy nach unten gerieselt und dann ganz ungünstig auf dem Schrank oder auf irgendwas anderen aufgekommen. Und da musst du dann hin und das mit Flüssigkleber festkleben. Und das ist wirklich nicht schön. Und auf Glitzer hält das Zeug sowieso nicht. Also wenn du das auf Glitzer klebst, fällt es noch schneller runter. Also das ist voller Mist. Oder auch, wenn ich diese Lage hier mit diesem Actionkleber hätte geklebt, und ja, ich erzähle keinen Mist, ich habe es ja selbst erlebt. Da habe ich eine Box bekommen, so eine Milchbox. Und die hat das immer alles mit Actionkleber geklebt. Und irgendwann, naja, man entstaubt ja auch. Auf jeden Fall stand die immer auf der Fensterbank. Also nicht die, die von ihr gebastelte, stand dann immer auf der Fensterbank. Und irgendwann, habe ich die dann mal wieder weggenommen, ne, zum Staubwischen und so. Und stell sie so wieder hin. Und dann machte das hier nur so, pup. Es ist nicht komplett runtergefallen, ne? Aber es hing so. Ich so, hä? Du hast dann dieses Band, das hast du da zwar noch gesehen, aber das hat nicht mehr geklebt. Das war ganz komisch. Also Leute, Flüssigkleber, nicht dieses Actionkleber. Ich weiß, viele Leute hypen das und sagen, es gibt nichts Besseres und günstig und so, aber naja. Komme ich jetzt da drauf? Ich will diesen schönen Adventskalender zeigen. Auf jeden Fall hier diese Milchbox. Oh, total schön. Total schön. Und dann habe ich natürlich noch eine gemacht. Ja. Genau. Ich glaube, der ist ganz high vom Inhalt. Habe ich hier auch eins meiner Lieblingspapiere mit verbastelt. Ich finde das so schön. Auf der Rückseite macht es dieses Gesicht hier. Und nein, die Gesichter habe ich mir übrigens alle selber ausgedacht. Also da ist jetzt nichts irgendwie von irgendwoher abgeguckt oder so. Natürlich kann es vorkommen, dass es die gibt. Ne? Man weiß es ja nie oder so ähnlich halt. So, und einmal das hier. Kürbis. Wer genau guckt, das sind keine Blätter. Das sind eigentlich. Sieht man? Hallo? Nee, der will das nicht. Ich glaube, der Untergrund ist zu unruhig. Naja, aber der ist zu unsauber, aber ist auch egal. Ah ja, aber jetzt sieht man es, guckt. Das sind einfach nur, es ist von so einer Blütenstanze. Also es ist jetzt kein Blatt, aber fällt eigentlich gar nicht auf, ne? Und das Gesicht habe ich dann auch mit der Hand drauf gemalt. Das ist einfach eine ganz normale Ovale. Das nervt mich. Naja. Und dann hier die. Ist übrigens auch eins meiner Lieblingspapiere. Hier nochmal ein Kürbis. Und da nochmal ein Fledi-Maus. So. Dann. Oh, komm hier, alte Frau, muss ich bücken. Ey, ich hole nochmal ein paar hoch. Nochmal die nächsten drei. Dann einmal diese hier. Auch eine Monster, aber das ist irgendwie nicht gruselig. Aber ja, eher so ein buntes Monster, ne? Und geöffnet wird das. Das kann ich ja zeigen, ohne dass ich den Inhalt zeige. So wird das ganze Ding abgemacht. Man hätte es hier auch festkleben können, aber irgendwie. Nö. Autsch. So. Ich finde es süß. Nee. Dann habe ich mich mal wieder meiner Stanze bedient. Hier. Da habe ich einen Dracula draus gemacht, in Petras Lieblingsfarben in Lila. Das ist ein Frankie. Und das ist was Süßes.
Hier ist eine Fledermaus. Und obendrauf sind auch Süßigkeiten. Also es ist eine Süßigkeit, ne? So. Und auf der anderen Seite, noch haben wir ja schon. Genau, und ich finde diese Box einfach so toll. Die wollte ich mal ausprobiert haben. Ja, ich finde sie schön. Die Box ist gut. Passt auch einiges rein. So, dann habe ich mir das ist dann eine Pilobox, eine kleine. Die habe ich dann einfach bestempelt und die koloriert. So. Und so. Ja, zugeklebt. Versiegelt. Ja, das war dann schon das ganze Hexenwerk. Genau, mehr ist das eigentlich nicht. Da werde ich den Inhalt nachher auch nicht zeigen können, weil das habe ich nämlich zugeklebt. Ja, so, das war dann dieser Karton. Wartet mal, das räume ich mal schnell hier wieder rein. Oder auch nicht. Nö. Das Zauberwort schnell funktioniert hier nicht. So, dann habe ich hier den nächsten Karton. Den werde ich wohl rüberholen müssen. Aber das funktioniert in meinem Handgelenk immer so nicht. Oh, so. Oh, da nimmt der mir aber viel Licht weg. Ich muss auf die andere Seite. Was war das denn? Bestimmt wieder eine Fliege. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, da gibt es auch dann, das wird das Hallo sein. Ja. So. Und so. Da oben die Klammer ist, kann sich jeder denken, dass da oben die Öffnung ist. Ich finde das so süß zu Halloween. Da wird dann was Nettes reingeschrieben, ne? Nein, Petra, mach dir keine Hoffnung. Da ist dann keine selbstgemachte Karte drin. Ich hasse Karten machen. So, das hier ist eine große Tüte, wie man sieht. Da ist etwas Spezielles drin. Und nein, dafür konnte ich keinen Karton machen. Deswegen habe ich dafür eine Tüte selbst gemacht. Die ist aus rotem Geschenkpapier. Das erkennt man hieran, an diesen Streifen. Und das ist halt die Rückseite vom roten Geschenkpapier. Und man kann sie auch wiederverwenden. Ich habe hier extra Klammern dran gemacht. Und es ist eine sehr große Tüte. So, da seht ihr, dass es rot ist. Seht ihr? So, ist halt eine sehr große Tüte. Und man kann es wiederverwenden. Ist auch nichts geklebt oder so. Das ist halt, ja, und die habe ich dann eben dekoriert mit den Fledermäusen aus so einer Taktstanze. Und das hier waren die Ovale. Oder waren Ovale, habe ich Flügel draus gemacht. War das Oval. So. Also diesen Inhalt, der hier drin ist, zu verpacken, hat mich schon sehr viel Kreativität gekostet. Das war gar nicht mal so leicht. So, das kann ich aber auch hier runterstellen. Da passiert nichts mit. Dann habe ich einmal das hier. Und den Inhalt kann ich dann auch nicht zeigen, weil das ist schon richtig gut verpackt. Hier ist einfach nur eine schwebende Hexe drauf. Entweder, also die habe ich jetzt nicht festgeklebt aus dem Grund, weil vielleicht möchte Petra die anders verwenden oder möchte die an einem anderen Ort draufkleben. Deswegen ist sie halt, wie gesagt, nicht richtig festgeklebt auf dieser Verpackung. Ist auch selbst bestempelt. Ne, da, ich habe null Halloween-Papier, also ja. So, Inhalt, wie gesagt, kann ich nicht zeigen. Oh, 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 oh. Das, da muss ich aber nachher nochmal reingehen mit so einem. Das muss ich wieder ausbeulen hier. Das war bestimmt ich jetzt, wie ich mit der Hand da so gedrückt habe. So, hier kann ich den Inhalt, glaube ich, auch nicht zeigen. Das Monsterbox. Ja.
Das war schon viel fummelige Fusselarbeit. Und von unten so. Ja. Auch mal was anderes. Ich habe so einige Boxen ausprobiert und so. Ups. Jetzt bekommt hier Schlagseite. Und das hier waren die zwei ersten, die überhaupt fertig waren. Und man sieht hier, die sind, also ich habe das jetzt so gearbeitet, dass Petra, also hier kann sie halt breitere Sachen rein verpacken und verschenken. Und hier, das Ding ist eben schmaler. Ich habe es eben in zwei verschiedenen Größen gemacht, weil nützlich, ne? Ja. So, einmal hier ist wieder Frankie. Ich liebe diese Nase. Und hier ist der Kürbis. Ich weiß ja, Petra mag ja Kürbisse. So. Und da ich kein Kürbis geschnörkelt, ich habe wirklich ja Halloween-Stanzen und ich, ne? Dadurch, dass ich kein richtiges so Kürbisgeschnörkel habe, habe ich mir das hier selber aufgezeichnet, hatte ich mir die Blätter aufgezeichnet. Die Blätter sind, glaube ich, auch noch gezeichnet, ne? Oder war es eine Stanze? Ich glaube, das ist so eine, also keine Blätterstanze, halt eine andere, ne? Und das ist von Action einmal so eine, die ersten Stanzen, die Action rausgebracht hat, das war so eine Eck, so ein Eckgeschnörkel ist das. Und das ist meine Lieblings, einer meiner Lieblingsstanzen. Weil die kann man so schön für alles Mögliche benutzen. Und das ist eben ein Kürbis. Hinten habe ich ohne. Und vorne ist er eben so geklebt. Ne? Wie gesagt, Inhalt kann ich nicht zeigen. Das mache ich in einem anderen Video. So. Und jetzt kommen eigentlich, nee, erstmal noch diese hier. Komm her. So, noch diese Umverpackung. Da kriegt Petra ihr eigenes Stanzteil wieder zurück. Aber ich finde den so süß, den Jungen, ne? Also es ist eine Holztür mit Schlüsselloch und richtig Türgriff und so und Scharniere. Und es hat da rausgeguckt und als er da rausgeguckt hat, sind die Geister da oben entflohen. Ja, ist ein alter Schuppen, so ein abgegammelter. Genau. So. Das ist übrigens eine Metallbox, ne? Fangen wir mit dem an. Eine Riesenpillowbox. Ja, die habe ich übrigens auch selber gemacht. Habe ich auch keine Stanze für. Und das Problem ist, wenn man so eine Pillowbox macht, ist da natürlich Spannung drauf durch die Biegung. Vor allem auf Sachen, die man da drauf klebt. Dieses Auge ist mit Flüssigkleber. Hat Bombe gehalten. Dieses Auge hatte ich mit auch so Abstandsdinger, aber mit teureren geklebt. Hat nicht gehalten. Ich so, wieso? Ja, wegen dieser Biegung und der Spannung, weil da habe ich ja dreimal verschiedene Lagen. Und ich nehme mal an, die, naja, auf jeden Fall war da so viel Spannung drauf. Der hat die Biegung hier einfach nie drauf gekriegt. Zum Schluss musste ich das mit Heißkleber kleben. Es ist mit Heißkleber geklebt. Und nein, auch dafür gibt es keine Vorlage und keine Stanze. Auch mit der Hand geschnitten. Ja, auch die Zunge. Die ist sogar geprägt. Also diese Pillowboxen, muss ich sagen, die haben mir sehr viel Spaß gemacht beim Gestalten. So, eine, also einmal eine. Und das ist jetzt die zweite. Ja, yeah, die hat aber ein ganz schön lagiges Kleidchen an, war die Hexe. Und voll die krassen Socken oder Strumpfhose. Schuhe sind auch selbst geschnitten und selbst angemalt und gestaltet. Und die Strumpfhose oder die Socken, das ist Washi. Ja, so kann man Washi dann auch mal verarbeiten. Ja, und das hier ist dann dieses gehypte, mein geliebtes Papier.
Krepppapier, Cupcake, Krepppapier, Cupcake, Krepppapier, das ist eine Spitzenborte und dann wieder Krepppapier. Ja, das nennt man mal einen Lagenrock. Genau. Und von den anderen Seiten sind die Piloboxen alle nackig. Weil es gibt nämlich noch eine Pilobox. Das ist dann die letzte. Genau. Eine Spinne. Und auch diese Spinne ist mit Heißkleber fest. Ups. Ist mit Heißkleber festgeklebt. Und ich glaube und ich befürchte, wenn ich die eingepackt habe, sind die Füße nicht mehr da, wo sie hingehören und total verbogen. Aber das wird der Hauptsache, der Inhalt kommt im Heile an. Und ich muss sagen, ich finde den Adventskalender einfach nur toll. Also wenn der so aufgebaut ist und man kann den sehen, ist das echt ein Augenschmaus. Das ist so, ja, schön. Das ist einfach nur schön. Ihr könnt das ja gar nicht alles so sehen. Und ich weiß auch immer nie, ja, ne? Und mein Problem war jetzt, wie baue ich den auf? Packe ich den in eine Kiste rein oder zum Hinhängen geht bei mir nicht. Also geht der nicht zum Hinhängen. Sonst hätte ich das von vornherein irgendwie anders machen müssen. Ach so, hatte ich euch fast unterschlagen. Das ist ja auch noch einer. So, da ist allerdings noch nicht zu, diese. Ich weiß nicht, wo ich die hingekrost habe gestern. Das ist ausgedruckt, aus einem Fotodings ausgedruckt, hatte ich von Petra mal bekommen. Nee, von Elke habe ich die mal bekommen. Ja, und daraus habe ich jetzt eine kleine Box gebastelt mit den Monstern drauf und da ist auch Inhalt drin, versteht sich, ne? Es hat nur noch keinen Verschluss drauf. Ja. Na, auf jeden Fall wusste ich nicht, wie machst du das jetzt? Ach, dann wollte ich noch eine Treppe basteln, wo du die dann so in Stufen draufstellen kannst, aber das geht nicht, dann weiß ich nicht, wie ich die Treppe und den Rest verpacken soll. Ich habe ja jetzt schon Umzugskarton. Alleine durch diese beiden großen Dinger, die ich euch nicht zeigen kann, die ich verpacken muss. Ja, muss nicht, möchte halt. Ne? So den Resten stelle ich nicht mehr hier hin. Das war's. Also, ich bin sehr gespannt, wie Petra beim Auspacken der Adventskalender gefällt. Also ich liebe ja ihre Art zu basteln, ne? Und Gott sei Dank mag sie meine Art auch zu basteln. Aber ich bin mir sehr, sehr unsicher. Also ich selbst finde ihn schön. Aber es ist halt immer dieses, mag der andere das auch, ne? Ich glaube, also das kennt wohl jeder. So.